Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 mit der Fanny. So, ich habe jetzt hier an dieser Power-Rüstungsstation alles verwertet, was ich verwerten konnte. Hat gerade noch gefehlt. Ja, genau. Genau, und jetzt muss ich natürlich zum Vorratsraum. Komm ich auch von hier rein? Ich komme einfach da runter. Nee, das war falsch. Ich wollte runter und nicht rauf. Mann. So, da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe ja die Waffen an mich genommen. So, na, redet ihr? Tut mir leid, dass ich nicht sofort zurückgekommen bin. Ich hatte Angst, aber dann kam jemand von der Bruderschaft und... Wenn man vom Teufel spricht... Ja, ich glaube, ich bin dran. Mike hat uns eben erzählt, was da draußen passiert ist. Ich fasse es nicht. All die Jungs, einfach so. Das ist verdammt hart. Ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet. Mein Beileid, kann ich vielleicht irgendwie helfen? Diese Waffen sind zu gefährlich, das siehst du doch. Das siehst du hoffentlich ein. Unfälle passieren, besonders wenn man mit hochexplosivem Sprengstoff herumspielt. Ich nehme mal das mittlere hier. Diese Waffen sind zu gefährlich, das siehst du hoffentlich ein. Tja, hoffentlich hast du trotzdem vor, uns die Waffen zurückzugeben. Sie gehören uns. Ted, das reicht. Wir müssen mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Richtig. Ich denke, wir sollten jetzt zu einer Einigung kommen. Wir müssen diesen Familien immer noch sagen, was passiert ist. Na dann, viel Spaß. Ich weiß, es ist schwer, in Zeiten wie diesen über sowas nachzudenken, aber... Ein Deal wäre wohl für uns alle das Beste. Also, wenn ich das richtig sehe, willst du die Waffen mitnehmen. Aber das geht nicht. Sie waren viel zu teuer, um sie einfach so herzugeben. Woher sie ursprünglich stammen, spielt leider keine Rolle. Sie gehören jetzt uns, also bleiben sie auch bei uns. Stärke 4 plus. Wir behalten die Waffen. Ihr versorgt uns mit Nahrung. Mit weniger gibt sich die Bruderschaft nicht zufrieden. Wahrnehmung 8 plus. Eure Leuten fehlt es nicht an Waffen, sondern an Disziplin. Überlasst uns die Waffen und wir bilden euch aus. Oder Intelligenz 8 plus. Diese Waffen sind viel zu gefährlich. Ein weiterer Unfall ist unvermeidbar. Ihr braucht keine Waffen, wenn die Bruderschaft euch beschützt. Foundation sollte die Waffen behalten. Sie gehören euch. Oh Gott. Ihr braucht keine Waffen, wenn die Bruderschaft euch beschützt. Du weißt aber schon, dass uns eine ganze Stadt voller Raider umlegen will? Die Bruderschaft hat keine Angst vor den Raidern. Wir können euch schützen im Austausch gegen Essen und Wasser. Warum versuchen wir nicht etwas anderes? Ach du Scheiße. Ich denke, wir kriegen das hin. Ach, Gott sei Dank. Abgemacht. Solange uns die Bruderschaft beschützt, können wir Nahrung und Vorräte abgeben. Denkt dran, dass auch ihr euren Teil der Abmachung einhalten müsst. Ja, das kriegen wir hin. So sieht's aus. Wenn unsere Verteidigungsausgaben dadurch wieder steigen, müssten wir das durch den Verkauf von Vorräten finanzieren. Kannst du die Bruderschaft auch definitiv davon überzeugen, uns zu beschützen? Ihr habt mein Wort. Die Bruderschaft wird Foundation beschützen. Wenn ich es mir recht überlege, kann ich keine solche Zusage machen. Ich sag einfach mal, ihr habt mein Wort, ja? Die Bruderschaft wird Foundation beschützen. Wunderbar. Oh mein Gott. Könntest du bitte Paladin Ramani Bescheid geben? Danke nochmal. Ich freue mich schon auf zukünftige Geschäfte mit euch. Oh, ich hoffe, das war jetzt gut. Meld dich bei Paladin. Okay, Ramani. Oh, jetzt wird's übel. Ah, okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. So, Fort Atlas, bitte. Reingehen, genau. Oh Gott, ich bin jetzt so gespannt. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut gelöst. Nicht, dass ich jetzt hier das Blaue vom Himmel versprochen habe und damit gelogen. Das könnte ich mir nicht verzeihen. Immer auf Zack bleiben. Das Ödland ist gnadenlos. Oh.
Oh. Ich glaube, das wird jetzt kein gutes Gespräch. Ich weiß auch nicht. Paladin. Willkommen zurück. Mhm. Ich habe gerade eine Raketenwerferangelegenheit mit Ritter Shin besprochen. Sicherlich bist du gekommen, um uns von Foundation zu berichten. Dann lass uns nicht länger warten. Oh Gott, ich habe die Waffen beschafft und einen Handelsdeal vereinbart. Im Gegensatz wird die Bruderschaft Foundation beschützen. Du hast was? Oh Scheiße. Beschützen? Für was genau hältst du unsere Organisation, Neuling? Shin, das reicht. Hier wurde die richtige Entscheidung getroffen. Ach, Gott sei Dank. Und ich hatte die Befugnisse dazu erteilt. Paladin, das ist... Das ist, wie es laufen wird, Ritter. Die Bruderschaft ist auf jeden Fall in der Lage, die Leute von Foundation zu beschützen. Uns haben Essen und Vorräte gefehlt und der Anwärter hat eine Abmachung getroffen, die dieses Problem löst. Und wie viele unserer Leben wird es kosten, Leute zu beschützen, die nicht zu uns gehören? Gute, hart arbeitende Leute gehören zu uns, Ritter. Ende der Diskussion. Die Ältesten können also schön, Paladin. Kommen wir jetzt zur anderen Sache. Puh, nochmal knifflig ausgegangen. Es ist beunruhigend, dass die Waffen so weit verstreut sind. Aber wir können hier nicht viel tun, außer uns um Situationen zu kümmern, sobald sie entstehen. Du weißt hoffentlich, dass du gute Arbeit geleistet hast. Paladin, vielleicht sollten wir zur Gelehrten Valdez gehen. Sie wollte uns etwas Wichtiges mitteilen. Stimmt. Bitte geh zur Gelehrten und sag ihr, dass wir sie erwarten. Shin und ich müssen bis dahin noch ein paar Sachen bereden. Okay, die Nachfragedecken habe ich abgeschlossen und es ist auch recht gut gelaufen, glaube ich. Baseball, Schützturm, Laser. Ja, Bauplan. Ende und aus. Okay, das hat jetzt begonnen. Wartet mal, ich habe einen Bauplan. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das schon kenne. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Notizen. Ach, jetzt muss ich ganz nach oben wieder scrollen. Unter Babybauplan. Gamma-Kanon. Oh. Jemand Hilfe braucht. Also Bauplan Geschützturm-Lasergewehr. Nice. Bauplan Gamma-Kanone. Und Bauplan erstklassiger 44er Verschluss. Sehr schön. Nehme ich immer wieder gern an. So, wir gehen jetzt zu Valdez. Die müsste in der Regel hier sein. Ja, da ist sie. Waffen und so eine Basis. Hi. Wir werden unbesiegbar. Hast du letztens mit den anderen gesprochen? Ich hab's zwar versucht, aber es ist immer so viel zu tun, dass wir nie zur gleichen Zeit frei haben. Ja, das kenne ich. Ist halt so, wenn man im Schichtdienst arbeitet. Tatsächlich bin ich hier, um dich zu holen. Eigentlich bin ich auch beschäftigt, also tschüss. Oh mein Gott. Nein, ich nehme natürlich das Erste. Dann ist heute mein Glückstag. Komm mit. Ja, mach ich. Machen wir die gleichen Fehler nochmal. Die Wissenschaft hat einst viele Probleme gelöst. Aber sie, wozu sie... Ach so, warum laufe ich denn überhaupt außen rum? Ich kann ja auch dadurch, ja. Gut zu wissen. Welt können wir viel lernen. Das ist mir jetzt... Paladin, Ritter, das werdet ihr hören wollen. Ich habe ein niederfrequentes Signal aufgeschnappt. Schwach, aber genug, um die Koordinaten einzugrenzen. Wenn wir die Signalquelle finden und verstärken können, sollte es uns gelingen, Kalifornien zu kontaktieren. Großartige Neuigkeiten, Gelehrte Valdez. Lass es mich wissen, wenn du die Koordinaten hast. Was soll das? Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, dass die Festigung unserer Präsenz in Appalachia oberste Priorität hat? Ich... Entschuldigung, Paladin. Der Ritter hat immer wieder Maxons Befehle erwähnt, also habe ich einen Signaltracker im Hintergrund laufen lassen. Auf eigene Initiative. Das hier ist kein Ausflug, Paladin. Ältester Maxon hat uns beauftragt, nach Ankunft sofort die Kommunikation wiederherzustellen. Du hast diesen Befehl nun lange genug hinausgezögert. Seit unserer Ankunft habe ich alles daran gesetzt, die Bruderschaft als effektive und tatkräftige Organisation in Appalachia zu etablieren. Alles, was wir hier getan haben, war notwendig. Und vor Valdez' Bericht gab es keinerlei Hinweise auf einen Langstreckensender.
Wenn es nach dir ginge, gäbe es noch keine Hinweise. Genug, Shin. Wir haben eine Spur. Konzentrieren wir uns darauf. Valdez, du hast gesagt, du wärst kurz davor, das Signal zu orten. Dann kann dir doch unser zuverlässiger Neuzugang helfen. Okay. Ich bin in der Werkstatt, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Ich muss Max von meiner letzten Patrouille sehr gut erzählen. Das wird dem Viktoriam Anwärter. Ad Viktoriam. Die reden doch immer von dem ältesten Maxen, ne? Ey, das ist der aus Fallout 400 Pro. Ich mochte den irgendwie. Ich fand den cool. So war das. Dann gehen wir zu deiner Werkstatt. Hoffentlich treffe ich sie mal persönlich. Mich? Aha, ich bin hier. Was gibt's Neues aus dem Ödland? Aber sie, wozu nichts? Sie noch lass uns reden. Sorry, dass du das erleben musstest. Dann kommen wir mal zur Sache, ja? Wenn wir die Quelle des Signals finden, das ich entdeckt habe, sollten wir dem ältesten Maxen an der Westküste eine Nachricht senden können. Ich habe das Signal zu einem Gebiet nordwestlich von Vault 76 zurückverfolgt. Dort musst du dich umsehen. Vielleicht hast du ja Glück, aber die Quelle des Signals ist bestimmt nicht leicht zu finden. Geräte, die auf dieser Frequenz senden, sind selten und wurden, soweit ich weiß, in modernen Militäreinrichtungen gebaut. Aber wie soll ich gelehrter werden, wenn ich Tag ein Sie hat Tag echt eine sehr schöne Stimme, finde ich, die Valdez. Ich finde den Sender, das Signal ist schwach. Wird es trotzdem funktionieren? Schön, dass du fragst. Im aktuellen Zustand vielleicht nicht. Aber weißt du noch, was wir im Atlas-Unterbau gefunden haben? Ja. Eine extrem leistungsstarke, kompakte Ultrazit-Batteriezelle. Damit wäre es ein Kinderspiel, den Sender wieder voll funktionsfähig zu machen. Zu unserem Glück konnte ich die Zelle nachbauen. Betrachten wir das einfach als abschließenden Test. Hey, die ist echt genial. Schützen und bewahren. Warum nutzen wir keinen anderen Sender? Weil ihre Reichweite zu kurz ist. Der Sender, den sie in Fort Defiance benutzt haben, ist leider dauerhaft außer Betrieb. Aber niederfrequente Signale wie jenes, das ich empfange, überbrücken unglaubliche Distanzen und überwinden selbst Berge und Ozeane ohne das kleinste Problem. Im Krieg wurden damit Signale an U-Boote gesendet. Verdammt coole Sache, was? Auf jeden Fall. Die ihre Begeisterung möchte ich haben. Wer ist ältester Maxen? Oh, haben wir dir das noch nicht erklärt? Das hätte Teil deiner Einführung sein sollen. Wir haben wohl einfach noch keine Zeit dafür gefunden. Tut mir leid. Über den Paladin stehen die Ältesten, die wiederum dem ältesten Maxen unterstehen. Er hat die Bruderschaft gegründet und entschieden, uns auf diese Mission hier zu schicken. Warum ist Shin so darauf aus, den ältesten Maxen zu kontaktieren? Pass auf dich auf. Wir bleiben dir auf den Fersen. Die Ältesten können uns viel beibringen. Ja, so viel zur Antwort. Verdammt. Ordnung. Okay, also da muss ich jetzt zum Vault 76 in der Nähe zumindest. Ach ja, was ist denn hier? Ach das, okay, alles klar. Gut, da muss ich nämlich hin. Wunderbar. Auf los geht's los. Ah, dann könnte ich ja auch gleich nochmal in die Kiste gucken, weil hier ist ja auch noch eine Kiste. Wartet mal. Achso, ich dachte gerade, da wäre... Nix Besonderes. Okay. Ja, ich hab... Komm her. Das jetzt eingesammelt? Nee. Ach ja, ich erinnere mich hier noch an die Anfangszeiten. Sehr schön. Hier gibt es auch so die erste Munition, die erste Waffe. Oh, jetzt habe ich auf den Arm gezielt, ne? Ach, ist egal. Ja, ich ziehe die ganze Zeit auf den Arm. Ah, ich habe mich nachgeladen. Da hat Fanny wieder gepennt.
Da war doch aber noch einer. Da war einer. Ha. So. Okay. Na, ich war auch schon ewig nicht mehr zu Hause, fällt mir ein. Wie viele scheißleere Nuka-Cola-Flaschen finde ich eigentlich noch? Tja, gute Frage. Dreck, Müll, Schrott. Ja, du machst das schon, mein Freund, du machst das schon. Oh, ich muss nachladen. So, ich laufe doch jetzt richtig, oder? Ja, genau. Immer schön den Weg entlang. Wunderbar. Hep. Wie habt ihr euch denn eigentlich entschieden? Mit den Waffen Foundation. Habt ihr die Waffen denen überlassen? Oder habt ihr so entschieden wie ich? Oder habt ihr sogar den kleinen Mike getötet? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr seid wahrscheinlich so ganz, ganz krasse Brutalos, ne? Ah, herrlich. Ah. Komm, ich laufe den Weg entlang. Oh, da trainiert jemand. Der Blutadler mit seinem Köter. Fuck, ist das mein Freund. So. Ich laufe lieber hier den Weg entlang. Blechdose. Oh Gott. Ach, nachladen. Okay. Ein bisschen Stahlschrott. Ich mag es, wenn man so rennen kann. Das ist wirklich schön. Ich mag auch die Welt, ne? Ich finde die total klasse. So. Ja, wir sind bald da. Wir sind bald da. Das ging über vom Rummel, okay. Da müsste ich eigentlich auch mal hin, ne? Da ist ja auch noch eine Quest irgendwie. Voll nicht gesehen, ey. Ah, dann. Ach, hör doch auf hier. Du Sack. Wurfmesser kannst du behalten. Ah, ich könnte doch hier eigentlich mal was kochen. Mach ich mal ihm. Voll cool. So. Nahrungsmittel, Köterkeule. Ein paar habe ich ja jetzt gesammelt. Mmh, lecker, lecker, lecker. Na, was war das denn jetzt? Wie, mehr habe ich nicht? Ehrlich nicht?
Nö. Gut. So. Dann gehen wir. Ich habe solchen Muskelkater. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Was baust du denn auf? Muss nach Raidern Ausschau halten. Da war gerade ein Blutadler, mein Freund. Naja. Einmal rübergesprungen. Boah. Ich sehe die immer nicht gleich, ne? Das ist so. Ha. Ich renne hier mal durch die Gegend, ne? Gucke nicht nach links und nach rechts. Hauptsache, ne? So tunnelblickmäßig. Oh, ich muss nach oben. Machen wir gleich. Wie kommt mir das hier aber ein bisschen falsch vor? Ach, jetzt muss ich hier wieder suchen, ey. Das ist so schlimm. Wonach suche ich denn? Finde die Anlage mit dem Sender. Aha. Ich hasse es. Danach zu suchen. Das kann ja nicht nichts Großes sein. Wenn ich eine Anlage mit dem Sender suchen soll. Vielleicht hier so? Nee, bin ich ja. Oder wartet mal, bin ich jetzt noch drin? Ja, gerade so, ne? Also ich hätte es ja hier gemacht. Die Anlage mit dem Sender. Die ist wieder so versteckt wahrscheinlich, ey. Ganze Scheiß. Hier vielleicht? Ich sehe es nicht. Gott. I hate it. Gott, ich hasse sowas wirklich. Das ist so übel. Was ist denn der Scheiß? Nicht hier. Ach, da oben. Da ist er doch. Ist die Anlage. Ist ja gar nicht so schwer zu finden. Voll in den Popo. Oh, Gott. Übertragungsstation 1AT. Wow. Was? Aha. So,
So, da ist der Handscanner. Okay. Ich wollte mich nur noch mal ganz kurz umgucken. Okay. Ja, da dürfte ich doch jetzt reinkommen, oder nicht? Finde einen Weg in die Anlage. Wartet mal, wenn ich jetzt den Weg finden muss, das ist doch garantiert hier irgendwie unterirdisch. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich brauche einen Code. Vielleicht steht er ja irgendwo. Hatte Valdez irgendwas gesagt? Weil Handscanner geht ja nicht. Oder ich muss irgendwie durch irgendwas laufen. Irgendwie vielleicht hier so ein versteckter Eingang oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich daran jetzt überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist jetzt mein Problem. Okay, wartet mal. Ich guck noch mal bei neu, ob ich da irgendwas gekriegt habe. Nicht so aus, ne? Banden sind unterwegs. Wir müssen der Orden. Das Riverside-Anwesen ist. Raider kommen näher. Okay, nee, das war's nicht. Schade. Ach, verdammt. Ich glaube, das gibt hier irgendwie einen Eingang. Manuell kann ich es aber nicht eingeben. Finde einen Weg in die Anlage. Dann kann das ja irgendwie nur ein Eingang sein, irgendwie weiter unten. Tja, okay, gut. Das muss ich dann irgendwie mal gucken in der nächsten Folge oder so. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Das ist natürlich kein Muss. Ah! Dringende Bitte wartet. Jemand sollte schleunigst hier hochkommen. Es geht um die verdammte Sicherheit. Letzte Nacht haben sich ein paar Plünderer hier umgeschaut und sind geradewegs durch das Laserfeld spaziert. Wahrscheinlich hat der Sturm den Strom gekappt und das System komplett zurückgesetzt. Ich bin vielleicht nur eine Wache, aber das hätte doch mal wer überprüfen können, oder? Meine Gute, der Stromkreisunterbrecher ist praktisch vor der Tür. Wenn hier jemand mit etwas mehr Wumms versucht reinzukommen, brauche ich ein wenig mehr Rückendeckung. Okay. Das war's, glaube ich, nicht. Ich kann es ja noch mal probieren, aber... Nee. Verdammt. Liegt hier irgendwo noch eine Leiche, die ich übersehen habe? Leiche. Wahrscheinlich liegt noch irgendwo anders noch einer. Oder so.
weiß ja nicht. Ja, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, meine Lieben. Weil hier habe ich jetzt keine gesehen, glaube ich. Ich meine, warum ist da dieses Auto an dieser Stelle? Okay, ja, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, meine Lieben. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zusehen. Ja, das bringt ja auch gar nichts. Eine Munitionsverschwendung. Es tut mir leid. Hat hier da irgendwas von Stromzufuhr gesagt? Ach, hier. Ach, entschuldigt. Ja, alles klar. Ich glaube, jetzt dürfte es funktionieren, ne? Wir probieren's. Ja. Es hat funktioniert, meine Lieben. Gut, dann würde ich sagen, Waffe weg. Fotomodus an. Verdammt, jetzt ist die Tür wieder zugegangen. Aber egal, das ist schon in Ordnung. So, C. Spieler aus. Dankeschön. So. Perfekt. So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und tschüss.